Willkommen beim Whisky Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Und keine Angst, nein, du kriegst keinen Whisky. Und da war wieder runter der liebe Angelo, unser Kater. Das war wieder, ja, da ist er. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Und wir sind wieder einmal im schönen Waldviertel. Wir hatten ja letzten Sonntag den 15-jährigen Y, der, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Für alle, die es noch nicht wissen, wir sind in Roggenreit. Und hier haben wir Johann Heider. Hier oben haben wir den schönen Waldviertel. So, Mikro noch ein bisschen mehr nach oben. So. Und heute geht es um den 15-jährigen Single Malt Whisky. Den probiere ich jetzt schon die ganze Woche. Ich habe da schon einigen geschrieben, mit denen habe ich ein bisschen Probleme. Man kann auch sagen, man kann nicht jeden Whisky mögen, so kann man es auch sagen. Der könnte vielleicht dazugehören. Schwierig, aber nicht vorbereitet. Das immer gut. So, voilà. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Der ist wirklich sehr dunkel. Geht schon ein dunkles Karamell, würde ich sagen. Und was haben wir hier? 15 Jahre. Und das ist hier eine Single Cask Abfüllung. Davon gibt es 45 Flaschen. Ich habe hier Nummer 32 mit der Unterschrift von Johann Heider. Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, abgefüllt mit 46%. Und wenn man das hier lesen kann, steht auch Nummer 1 Single Malt Whisky. Was heißt Nummer 1? Wir diesen 15 Jahren. Nein, schauen wir mal weg. So. Schauen wir es hier so her. Ich habe hier noch ein kleines Täfelchen, kann man sagen. Und hier beschreiben sie hier diesen 15-jährigen Single Malt Whisky. Kostenpunkt für den halben Liter 111 Euro. Das erste Fass, das 1995 mit dem Whisky aus unserer Destillerie gefüllt wurde, hat eine lange Reise hinter sich. Nun ist die Drittbefüllung des Fasses in die Flaschen gekommen. Ein Whisky aus 100% Gerstenmalz, hell geröstet und für 15 Jahre im Fass gereift. Ich gehe davon aus, dass wir hier mit heimischer Eiche zu tun haben. Dann haben sie hier noch das Geschmacksprofil dabei stehen, aber das brauchen wir nicht. Hier steht noch so eine kleine, ja, Ausschnitt in die Zukunft. Hier stehen schon wieder ein paar neue Österreicher parat. Ich war ja vor Weihnachten in Strobel am Wolfgangsee. Natürlich waren wir auch drüben in St. Wolfgang. Und da liegt ja die Seedestillerie. Und die haben endlich letztes Jahr im Herbst ihren ersten Single Malt abgefüllt. Ich hatte ja vor längerer Zeit einmal die, wenn ihr was hört, das ist die Kleine, die spielt in der Spielküche, schon die Spirits probiert und endlich sind nun die Single Malts da. Einmal der rauchige und einmal der fruchtige, wie sie hier heißen. Dann haben wir wieder einen neuen von Gölles, von David Gölles, von House of Whisky, Gin und Rum, habe ich hier den Alois Nummer 1 von einem Freund bekommen. Dann wieder was Neues aus dem Burgenland entdeckt. Und dann hier, da sind wir dann in Deutsch-Wagram. Und das wird Ganze, ich glaube, wir werden diesen Whisky erst dann nach den Destilleriebesuch verkosten. Da habe ich noch andere Flaschen davon. Aber das wird sicher sehr interessant. Ich habe mit dem Chef schon gesprochen. Wenn es funktioniert, werde ich die Destillerie Horvath dann im Mai besuchen. Da sollte es dann von Corona her dann funktionieren. Wir planen hier ein schönes und auch längeres Video. Ein schöner Destilleriebesuch hoffentlich wird das werden. Und jetzt geht's los. Ich probiere den Johann Heider 15 Jahre Single Malt Whisky. Der hat es mir nicht sehr leicht gemacht, muss ich leider sagen. Der Kleine schreit hier. Papa!
Wenn sie so schreit, dann ist die Windel voll. Hoffentlich stört der Geruch jetzt nicht meine Nase. Volle Windel gegen Whisky, schauen wir mal. Heuer ist wirklich sehr, es kommt sehr starke Würze. Wir haben es ja mit einem 56 Liter Fass heimischer Eiche, österreichischer Eiche zu tun. Und da war der Whisky 15 Jahre drin. Da haben wir schon wirklich eine extreme Holzwürze. Und dazu kommt eine starke Kräutigkeit. Viele Kräuter, stark. Ich habe den Whisky jetzt schon länger im Glas, dass er ein bisschen atmen konnte. Ich habe alles probiert in der letzten Woche, aber ich komme hier nicht richtig durch diese starke Kräutigkeit, starke Holzwürze. Für mich dominiert auch hier, es geht Richtung Thymian, aber auch wenn man so einen Kräutertee, wenn man so getrocknete Kräuter, wenn man da so ran riecht, an das erinnert mich das. Im Hintergrund kommt vielleicht etwas das Karamell. Aber es wird kein süßes Karamell, es wird so mehr ein Kräuterbonbon mit Karamell. Ein herbes Kräuterbonbon. Bisschen Mandeln, aber es ist eben sehr würzig. Probieren wir mal. Auch am Gaumen eine sehr starke Würze. Bisschen herb. Der ganze Gaumen ist wirklich sehr mit Holzwürze, mit Kräuter belegt, der ganze Gaumen. Starke Holzwürze. Lässt jetzt nach, dafür kommen mehr Kräuter. Wieder dominant für mich der Thymian. Bisschen Richtung Kaffee, Cappuccino in dieser Richtung, aber alles sehr stark von diesen Kräutern dominiert. Ja, sehr, sehr würzig hier. Wenn ich ihm nicht sogar ein Finish gegeben hätte nach ein paar Jahren. 15 Jahre rein in österreichischer Eiche. Da hatte ich mal einen 20-Jährigen von Kausel. Der war dann wirklich schon wie Magenbitter. So weit sind wir hier nicht. Vielleicht kommt ein bisschen Pfirsich, aber noch nicht reifer Pfirsich. Noch ein so leicht unreifer Pfirsich. Ja, wenn man durch diese Holzwürze und Kräutigkeit durchkommt, kommt ein bisschen an dieser Pfirsich. Mit gebrannten Mandeln. Kommt noch ein bisschen Malzigkeit. Schwierig. Wieder Antritt. Schöne, starke, intensive Holzwürze. Dann kommen gleich wieder diese Kräuter, vielen Kräuter. Leicht kurz bitter. Dann kommt zwar das Karamell, aber es wird jetzt nicht so richtig süß, aber es ist so ein Ausgleich zwischen Karamell, man so ein bisschen diese Bitterkeit wieder wegnimmt. Kräuter, Karamell, Bonbon in diese Richtung.
Er trifft nicht ganz meinen Geschmack, leider. Der Wai ist top. Das gebe ich zu. Da ist er schwierig. Sehr schwer für mich. Für meinen persönlichen Geschmack ist ein bisschen zu herb und zu viel Kräuter. Das war Geschmackssache, ja. Kann durchaus sein, dass andere Leuten der wirklich sehr gut schmeckt. Ich werde auch ein paar Leuten, ein paar Bekannten, was ich gut auskenne, ein paar Samples schicken. Auf eure Meinung bin ich natürlich auch sehr gespannt. Wolfgang, Andreas oder auch Timo, du hast auch ein Sample bekommen davon. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Bei mir liegt er zwischen einer plus 4, minus 3, geschmacklich. Ist nicht so ganz jetzt meins. Er ist mir zu holzwürzig, zu holzlastig, zu kräutrig. Aber der Wai, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, es kann wirklich nicht jeder Whisky nach meinen Gaumen sein. Das ist schon wahr. Muss auch sein, alles kann ja einer nicht schmecken. Das wäre ein bisschen schlimm, wenn alles schmecken würde. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Das nächste Mal geht's natürlich jetzt international weiter. Mal sehen, in welches Land es mich ziehen wird. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao!